Tune in. Hallo und herzlich willkommen. Heute bauen wir gemeinsam einen Lautsprecher. Schritt für Schritt lernen wir, wie ein Lautsprecher aufgebaut wird und wie die einzelnen Teile des Lautsprechers funktionieren. Doch was ist ein Lautsprecher eigentlich? Ein Lautsprecher wandelt ein elektrisches Signal in Schallwellen um. Diese Schallwellen könnt ihr dann hören. Er macht also Geräusche, Stimmen oder Musik von einer CD laut. Lautsprecher kommen in vielen Geräten zum Einsatz, zum Beispiel in einem Handy. Die Wiedergabelautstärke eines Lautsprechers ist fast immer einstellbar. So kann man die Stimme, die Musik oder was man gerade über das Handy hören will, in einer gewählten Lautstärke hören. Also laut oder eher leise. Ich möchte nun Tontechnikerin Luisa Lux und Lukas Lux begrüßen. Unsere beiden Luxe, die sehr gut hören können, begleiten uns durch den Workshop und werden uns beim Bau des Lautsprechers helfen. Wenn ihr bereit seid, geht es auch schon los. Ihr benötigt für den Lautsprecher folgende Baumaterialien: ein stärkeres Bastelpapier, eine kleine Chipsdose mit einem metallischen Boden und einem Plastikdeckel, 5 kleine Magnete, eine Sechskantmutter und 2 Meter Kupferlackdraht. Außerdem benötigt ihr für den Bau des Lautsprechers folgende Hilfsmittel: eine Schere, einen Bleistift, ein Lineal, eine Heißklebepistole mit Heißkleber, ein Taschentuch oder Küchenpapier und Farben oder Buntstifte. Öffnet die Chipsdose und wenn ihr mögt, esst alle Chips auf. Reinigt die Chipsdose mit dem Taschentuch und legt den Deckel zunächst beiseite. Den Deckel werdet ihr in einem späteren Arbeitsschritt noch benötigen. Er ist die Lautsprechermembran eures Lautsprechers. Die Lautsprechermembran ist eine dünne und sehr leichte Fläche, die schwingen kann und somit den Schall in der Luft anregt. Die Chipsdose ist das Gehäuse eures Lautsprechers. Sie verhindert den akustischen Kurzschluss, also den Druckausgleich zwischen der Vorder- und Rückseite der Lautsprechermembran. Luft an der Vorderseite der Lautsprechermembran, die durch die Bewegung der Lautsprechermembran zusammengedrückt wird, kann somit nicht auf die Rückseite strömen. Bohrt mit der Spitze der Schere vorsichtig ein seitliches Loch in die untere Hälfte der Chipsdose. Durch das Loch werden später die Drähte für den Anschluss eures Lautsprechers gefädelt. Jetzt könnt ihr die Chipsdose mit den Farben oder Buntstiften nach Lust und Laune anmalen. Zeichnet mit Bleistift und Lineal eine parallele Linie mit einem Abstand von ca. 7,5 cm zum kurzen Rand des Bastelpapiers. Schneidet das Bastelpapier mit der Schere entlang der angezeichneten Linie auseinander. Legt den Bastelpapierstreifen beiseite. Den Bastelpapierstreifen benötigt ihr in einem späteren Arbeitsschritt. Achtung Kinder! Wenn ihr noch nicht 10 Jahre alt seid, lasst euch nun von einer erwachsenen Person mit der Heißklebepistole helfen. Wenn ihr 10 Jahre oder älter seid, stellt die geladene Heißklebepistole auf das größere Stück Bastelpapier und schaltet sie ein. Vorsicht! Die Heißklebepistole wird nach dem Einschalten heiß. Nehmt die 5 Magnete und die Sechskantmutter und setzt diese so aufeinander. Passt dabei auf eure Finger auf. Die Magnete haben eine sehr große Anziehungskraft und ihr könntet euch die Finger einklemmen. Der Stapel aus Magneten und der Sechskantmutter bilden den Dauermagneten eures Lautsprechers. Was macht der Magnetstapel eigentlich?
Der Magnetstapel erzeugt um sich herum ein magnetisches Feld. Dieses magnetische Feld sorgt dafür, dass bestimmte metallische Gegenstände, auch ferromagnetische Gegenstände genannt, auf der einen Seite des Magnetstapels angezogen und auf der anderen Seite abgestoßen werden. Ihr könnt diesen Effekt mit eurer Bastelschere ausprobieren. Ganz ähnlich verhalten sich bewegte Elektronen in einem Magnetfeld. Fließen diese an einem Magneten vorbei, werden sie auf der einen Seite angezogen und auf der anderen Seite abgestoßen. Diesen Effekt nutzen wir in unserem Lautsprecher. Nun bauen wir den Spulenträger. Wie der Name schon erraten lässt, befindet sich auf dem Spulenträger die Schwingspule des Lautsprechers. Eine Spule ist nichts anderes als ein aufgewickelter Draht. Weiterhin verbindet der Spulenträger später die Schwingspule mit der Lautsprechermembran, dem Deckel der Chipsdose. Rollt den Bastelpapierstreifen ein- bis zweimal locker um den Stapel aus Magneten und Sechskantmutter und schneidet das überstehende Ende ab. Verklebt nun das Ende des Papierstreifens, sodass ein Papierröhrchen entsteht. Das Papierröhrchen ist der Spulenträger eures Lautsprechers. Die Schwingspule sorgt später dafür, dass sich eure Lautsprechermembran bewegt, wenn ein Strom durch den Kupferlackdraht fließt. Nehmt den Kupferlackdraht und legt ihn auf das untere Ende des Papierröhrchens. Lasst dabei ca. 20 cm des Kupferlackdrahts überstehen. Klebt den Draht auf das Papierröhrchen. Achtung Kinder! Wenn ihr noch nicht 10 Jahre alt seid, lasst euch nun von Erwachsenen mit der Heißklebepistole helfen. Wickelt nun den restlichen Draht um das untere Ende des Papierröhrchens. Der Draht soll zum Schluss wieder ca. 20 cm überstehen. Klebt auch dieses überstehende Ende des Kupferdrahts auf das Papierröhrchen. Nun könnt ihr den aufgewickelten Draht an weiteren Punkten mit ein wenig Heißkleber am Papierröhrchen festkleben. Eure selbstgebastelte Schwingspule schaut nun so aus. Und nun kommen wir zur Lautsprechermembran. Klebt mit dem Heißkleber auf das obere Ende des Papierröhrchens den Deckel der Chipsdose. Ihr habt nun den Spulenträger samt Schwingspule mit der Membran eures Lautsprechers verbunden. Platziert nun den Magnetstapel in der Mitte des Bodens der Chipsdose. Der Magnetstapel haftet von selbst am Boden der Chipsdose und kann nachträglich aber noch ausgerichtet werden. Warum haftet unser Magnetstapel denn da? Der Boden ist aus ferromagnetischem Metall. Das ist die Lösung des Rätsels. Magnete ziehen Metall in ihrem Magnetfeld an sich heran und daher haftet unser Magnetstapel am Boden. Fädelt nun die Kupferdrahtenden der Schwingspule von innen nach außen durch das Loch in der Chipsdose. Nun muss eure Lehrerin oder euer Lehrer die Enden des Kupferlackdrahts mit einem Feuerzeug anschmoren, um den Kupferlackdraht abzuisolieren. Abisolieren bedeutet, die Lackschicht des Kupferlackdrahts zu entfernen. Die Enden des Kupferlackdrahts sind die Anschlussdrähte eures Lautsprechers an einen Verstärker. Ein Verstärker findet ihr in der Schule normalerweise im Musikraum. Er ist eine Box, die elektrische Audiosignale in einen großen Strom umwandelt, sodass damit ein Lautsprecher betrieben werden kann. Wir haben einen ganz kleinen Verstärker zum Betreiben unseres Lautsprechers mitgebracht. Ihr könnt den Lautsprecher nun zusammenbauen. Ihr verschließt die Chipsdose mit dem Deckel. Dabei müsst ihr darauf achten,
dass sich der Magnetstapel innerhalb des Papierröhrchens befindet. Euer Lautsprecher ist nun fertiggestellt. Und eure Lehrerin oder euer Lehrer kann ihn an den Verstärker anschließen. Wie funktioniert so ein Lautsprecher eigentlich? Die Schwingspule befindet sich im Magnetfeld des Dauermagneten. Wenn ein Strom durch den Kupferdraht, also die Schwingspule, fließt, wird eine Kraft, die sogenannte Lorentzkraft, auf die bewegten Elektronen in der Schwingspule und somit auf die Schwingspule selbst ausgeübt. Diese Kraft wird über den Schwingspulenträger auf die Membran übertragen und die Membran bewegt sich. Die Membran bewegt die Luft, die sie umgibt, und ihr könnt ein Schallereignis hören. Ein Schallereignis ist alles, was ihr mit euren Ohren hören könnt. Also zum Beispiel Musik, Stimmen oder Geräusche. Geschafft! Viel Spaß beim Ausprobieren des Tune-In-Lautsprechers. Tune-In. Ein Projekt zur diversitätssensiblen und geschlechtergerechten Technikvermittlung für Kinder und Jugendliche im Bereich Akustik und Elektrotechnik. Wow.